Willkommen zurück auf CFTV. Der erste FC Nürnberg nach dem 2:0 bei Hansa Rostock, also zwei Spiele am Stück gewonnen, davor zwei Niederlagen am Stück. Die Achterbahnfahrt geht also weiter. Lasst uns drüber sprechen, und zwar mit dem Kicker-Experten Frank Linkesch, heute online zugeschaltet, und der Clubtalk wie immer präsentiert von unserem Partner Kulmbacher. Im Anschluss bleibt also dran noch unser CF-Experte Martin Driller mit seiner Einschätzung zum Spiel und zum ersten FC Nürnberg, aber zuallererst mal der Frank an der Leitung. Servus Frank, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, sehr gerne, Pico. Grüß dich, guten Morgen. Der Kicker schreibt in seiner aktuellen Ausgabe 2:0 in Rostock, Nürnberg meldet sich im Aufstiegsrennen zurück. Drehen wir nach zwei Siegen am Stück schon wieder durch? Also erstens schreibt sie mit dem Kicker ein unabhängiges Medium. Und zweitens, ich habe das gestern vermehrt im Internet gelesen, der Abstand ist nicht so groß. Ich drehe es mal um, was wäre denn gewesen, wenn der Club nicht gegen Ingolstadt daheim verloren hätte und diese drei Punkte zum Beispiel mehr hätte, dann würde er voll mitmischen. Ja, wenn der Club das ein oder andere Spiel, was zumindest aus Fansicht, und du weißt, wie wir Fans ticken, gewonnen worden wäre, und die Möglichkeiten waren ja auch da, würde man in der Tabelle wahrscheinlich noch ganz anders dastehen, wobei die Tabelle ja im Prinzip auch nach wie vor, trotz dieser erst unentschiedenen Serien, die wir gefahren haben, und dann jetzt eben diese Siegeserie, dann verlierst du wieder, dann rauf und runter, hin und her. Also so eine Konstanz bekommen wir nicht rein, trotz alledem ist doch der Club immer noch im Rennen, oder wie siehst du es? Das werden die nächsten Spiele zeigen, ne? Also das hätte jetzt fast der Trainer sagen können. Letztlich kommt es auf Konstanz an. Konstanz ist das große Zauberwort. Wenn du es in dieser Liga schaffst, jetzt mal 3, 4, 5 Spiele am Stück zu gewinnen, dann wirst du oben dabei sein. Dann gäbe es für mich auch keinen Grund mehr als Verantwortlicher zu sagen, wir arbeiten an unserem Saisonziel, wir schauen nicht auf die Tabelle. Ist eh der unglaubwürdigste Satz, den es gibt, weil jeder F-Jugendliche schaut auf die Tabelle im Fußball. Es geht immer darum, sollten sie es tatsächlich schaffen, jetzt den HSV zu schlagen, dann eine gewisse Ergebniskonstanz reinzukriegen, dann erleben wir, glaube ich, einen sehr, sehr spannenden Endspurt in der gesamten Liga und dann auch mit dem ersten FC Nürnberg voll dabei. Ja, warum denn nicht? Sei so lieb, Frank, fasse doch einmal das Spiel aus deiner Sicht für unsere Zuschauer zusammen. Arbeitssieg, klassischer Arbeitssieg, effizient, aus den wenigen Chancen die Tore gemacht. Das ist aber auch gar nicht negativ gemeint, weil in dieser Liga sind viele Spiele, die genau so laufen, und die musst du halt auf deine Seite ziehen. Ja. Was sie schon schaffen, ist jetzt eine gewisse Stabilität wieder hinten. Die war ja mal verloren gegangen zwischendurch. Jetzt hat man zweimal in Folge wieder 2:0 gespielt. Das sind Signale, die können positiv stimmen. Aber das klingt dann immer so nach Doppelpass und 5 Euro ins Phrasenschwein. Es ist halt, du musst dir das Wochenende für Wochenende erkämpfen in dieser Liga, weil da gibt es keine einfachen Spiele. Das hat auch der Club in dieser Saison schon leidvoll erfahren müssen. Ja, und deswegen dranbleiben, gewinnen, die wenigen Chancen nutzen. Und das war gestern in Rostock, ja, klassisch. Die sind nicht gut, das ist ein Abstiegskandidat. Die haben Probleme auch daheim. Und du musst es trotzdem erstmal gewinnen, und das haben sie seriös gelöst. Dein Kollege Chris Biechele, der sehr, sehr oft bei uns als Experte auftritt, und unser CF-Experte Martin Driller sehen den Club nicht als Aufstiegsaspiranten. Wie siehst du das? Was denkst du? Also er ist sicher nicht Topfavorit. Ja, das glaube ich auch nicht. Da fehlt wahrscheinlich ein Tick. Die Frage ist, welche Mannschaft ist es? Wenn Bremen, Hamburg, Schalke voll durchziehen, dann wird es wahrscheinlich für den Club schwer, und der wird am Ende, wenn er weiter so spielt, genau in diesem Korridor einlaufen, was man sich als Verein als Ziel gesetzt hat. Platz 6, 5 oder 6 ist ja nicht, ist ja auch nichts Schlechtes, ne? Wenn die allerdings schwächeln, dann sollte der FCN schon bemüht sein, diese Chance zu nutzen und dann auch nicht am 30. Spieltag noch sagen, ja, wir schauen nicht auf die Tabelle und Spiel zu Spiel, dann muss ich angreifen, wenn die da oben schwächeln, ne? Wir haben ja heute noch das Nordderby zum Beispiel, wissen wir noch nicht, wie es ausgeht. Einfach Spiel für Spiel erstmal gewinnen. Ja, genau. Erstmal Spiel für Spiel gewinnen und dann schauen auch, was die anderen machen. Der Club hat übrigens auch noch diese ganzen Gegner, ne? Gegen die kommen ja alle noch. Das sind alles direkte Duelle. Da kannst du natürlich auch Boden gut machen. Aber da muss dann auch die Leistung entsprechend stimmen. Die Nerven werden dann noch zunehmend eine Rolle spielen hinten raus. Das haben wir gerade beim HSV ja erlebt letztes Jahr. Diese Großen haben natürlich auch den Druck, irgendwann hoch zu müssen. Und dann müssen die auch erstmal Leistung bringen. Deswegen hartnäckig bleiben. Arbeiten, hartnäckig bleiben, punkten. Du sprichst den HSV an, das nächste Spiel ist dann gegen den HSV.
Was hat sich verändert nach zwei ja doch heftigen Niederlagen gegen Ingolstadt und beim KSC? Nun zwei Siege am Stück. Was erwartest du am Samstag beim Topspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr gegen Hamburg? Also erstmal Vorfreude. Ich werde live vor Ort sein, freue mich darauf. Samstagabend, Flutlicht, immerhin wieder 25.000 Zuschauer erlaubt. Zwei tolle Vereine, zwei sehr Traditionsvereine und dann ein offenes Spiel. Der HSV ist natürlich schon ein bisschen stabiler geworden, das muss man sagen. Selbst so ein 1-1 wie in Sandhausen letzte Woche, das ich mir angeschaut habe, das hätten sie wahrscheinlich letztes Jahr dann noch verloren mit Halbzeitrückstand. Dann kam die Reaktion, haben zumindest diesen Punkt gerettet. Jetzt warten wir mal, was sie gegen Bremen machen. Aber ein völlig offenes Spiel und wenn der Club gut steht, konsequent verteidigt, dann hat er auch in diesem Spiel alle Chancen. Ich möchte nochmal auf das Spiel von Hansa Rostock, also von gestern zurückkommen oder von vorgestern, wenn die Sendung dann eben morgen online geht. In der 34. Minute das 1-0 für den Club nach verschossenen Elfmeter von Thumann. Köpfte Köpke den Ball ins Tor. Trotz verschossenen Elfmeter, Thumann der beste Klubber an diesem Tag? Ja, für mich schon. Also der Junge macht generell Freude. Das zeigt auch, dass der Trainer über Optionen in diesem Kader verfügt. Thumann war ja lange so ein bisschen hinten dran, der Ergänzungsspieler. Ich kann mich noch erinnern, in der ersten Tief auch, der damals in Ulm das Siegtor gemacht. Der hat natürlich so eine Geschichte in seiner Karriere, war lang verletzt in Dortmund, hat dann auch nicht so diesen Rhythmus gehabt. Aber jetzt sieht man eben, dass er mit dem entsprechenden Aufbau einer ist, der dieser Mannschaft sehr helfen kann und der da ja die letzten Spiele sehr positive Akzente gesetzt hat. Und der Elfmeter, das zeigt immerhin, dass er Verantwortung übernommen hat. Kolke ist kein Schlechter im Tor, der ist bekannt als Elfmeter-Killer. Aber Pascal Köpke hat ja zum Glück für alle Klubberer reaktionsschnell den Ball ins Tor geköpft. Hat er toll gemacht, der Pascal. Und mit seinem zweiten Treffer kommt er auch so nach und nach immer besser rein. Ja, doch eine lange und schwere Verletzung hinter sich. Wie hast du ihn gesehen? Ja, tut der Mannschaft gut. Ist ein Torjäger, der weiß, wie man in dieser Liga Tore macht. Es hat halt leider sehr, sehr lange gedauert, bis er nach dieser schweren Kreuzbandverletzung zurückgekommen ist. Da zählt auch der alte Ottmar Hitzfeld-Spruch wieder, dass du eben genauso lange brauchst, um wieder in Form zu kommen, wie du verletzt warst. Und das war nun mal leider eine sehr, sehr schwere Verletzung. Aber er könnte in diesem Endspurt, Saisonendspurt natürlich zu einem Trumpf werden für den ersten FC Nürnberg. Verletzungsbedingt kann der Trainer seit Wochen eigentlich, wenn man es genau nimmt, nimmt man jetzt mal die schwere Verletzung von Pascal mal raus, doch aus den Vollen schöpfen, auch mit roten Karten und so sind wir bisher eigentlich sehr, sehr gut durchgekommen, also mit Sperren. Also der Trainer kann aus den Vollen schöpfen. Ist das vielleicht am Ende, zum Ende der Saison, das große Plus des ersten FC Nürnberg, dass der Trainer dann einfach auch mal frische Kräfte bringen kann oder den einen oder anderen, der vielleicht nicht 100% bringt, mal sagt, okay, du bleibst schon auf der Bank? Das kann ein wichtiger Faktor werden. Er hat ja schon weitgehend auf einen gewissen Stamm vertraut in dieser Saison. Es ist jetzt auch nicht so, dass er quantitativ komplett wunschlos glücklich sein wird, weil gestern saßen, glaube ich, bloß 6 statt 8 Spielern auf der Bank durch ein paar Corona-Fälle noch. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, was ich gerade schon gesagt habe, du hast Spieler hinten dran. Thumann tut dieser Mannschaft jetzt gut. Wir hatten gestern Kilian Fischer, das erste Mal in der Startelf, der Enrico Valentini vertreten hat. Und genau diese Jungs, wenn sie ihre Chance kriegen, müssen die nutzen und können jetzt zeigen, dass sie qualitativ gleichwertige Alternativen sind. Und wenn das gelingt, dann schaut es so schlecht nicht aus in diesen letzten 10 Spielen, glaube ich. In Darmstadt hat er viele Erfolge gefeiert. Ich spreche von Hanno Behrens beim ersten FC Nürnberg, nach wie vor einer, den die Fans nicht vergessen und das mit Recht. Jetzt mit Hansa Rostock Richtung dritte Liga unterwegs. Blutet dir das Herz, wenn es in Hanno bei Hansa im Hansa-Trikot siehst? Ach Gott, dafür habe ich zu viele kommen und gehen sehen in diesem Profigeschäft. Da ist auch ja nicht so sehr die Fanseele bei mir, sondern halt die des Berichterstatters. Und wir leben ja mit diesem ständigen Wechsel, wenn du Vereine über Jahre und fast schon Jahrzehnte mittlerweile begleitest. Ich würde es auch gar nicht so negativ sehen Richtung dritte Liga, weil ich glaube, dass die zwei festen Abstiegsplätze vergeben sind. Ist ein bisschen schade für die Spannung in der Liga, aber ich sehe für Ingolstadt und für Aue keine Chance mehr, dass sie da noch rauskommen. Dafür ist der Abstand zu groß mit 9 bzw. 10 Punkten Rückstand in 10 Spielen.
Es könnte natürlich sein, dass Rostock in die Relegation muss, ja. Und dann muss man abwarten, ob sie dann die Nerven haben. Zumal, wie du ja völlig richtig sagst, die schon so einen leichten, oder was ist ein leichten, die haben einen Abwärtstrend seit Monaten. Die profitieren noch ein bisschen von ihrem guten Start. Aber wenn ich im Augenblick mir die Tabelle anschaue und so ein bisschen die Formkurven der Vereine, dann ja, spricht viel dafür, dass die vielleicht in die Relegation müssen. Aber vielleicht verhindert es der Hanno ja auch noch mit dem einen oder anderen Kopfballtor. Entschuldigung. Die aktuelle Tabelle: Darmstadt, Pauli, Bremen, Hamburg, Schalke und nicht zuletzt unser erster FC Nürnberg. Wie sieht deiner Meinung nach die Tabelle nach dem 34. Spieltag aus? Also ich glaube, dass der Club nur dann eine Chance hat, wenn die da oben schwächeln. Ich habe aber, wie gesagt, ich habe das am Beispiel HSV gerade schon gesagt, dieser Faktor Druck, weil da müssen einige schon hoch. Die können jetzt auch viel erzählen und sagen, sie müssen nicht, aber in Wahrheit müssen sie schon. Und was das dann mit einer Mannschaft macht, so an den letzten Spieltagen, da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, dass Bremen tatsächlich aufsteigt, wenn sie keine schwerwiegenden Ausfälle haben. Das hat man in der Hinrunde gesehen, dass sie da Probleme haben. Die haben jetzt personell ganz andere Möglichkeiten als damals noch. Und wenn die in Verbindung auch mit dem Trainer Ole Werner, den ich für einen sehr guten halte, wenn die das durchziehen können, wenn ein Topracken, Bittenkur, Füllkrug, Duxch, wenn die alle fit sind, dann werden die aufsteigen, meiner Meinung nach. Danach ist es für mich ein relativ offenes Rennen. Ich bin sehr gespannt auf den HSV, ob die diese leicht positive Entwicklung aufrechterhalten können. Schalke hat für mich einen riesigen Druck, spielen auch nicht so souverän, auch gestern in Karlsruhe nicht. Und St. Pauli ist für mich schon auch noch, wo ich sage, naja, die hatten jetzt so die Krise, wo du gedacht hast, die stürzen ab. Jetzt haben sie aber auch zwei der letzten drei Spiele wieder gewonnen. Wenn die nochmal so die Kurve kriegen, ist das natürlich schon eine Mannschaft, auch qualitativ, die man sehr im Auge behalten muss. Also festlegen würde ich mich nur auf Bremen, wenn keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten. Wir konzentrieren uns auf den ersten FC Nürnberg und hoffen auf den nächsten Samstag beim Topspiel gegen den HSV. Ganz kurz dein Tipp, wie geht's aus? Ja, dann sage ich mal 2-1 für den Club. Ja, da würden wir uns freuen und dann wieder drüber diskutieren. Dir danke ich ganz, ganz herzlich für deine Zeit am Sonntagmorgen. Sehr gerne. Die Zeit genommen, mit mir über den Club zu schnacken. Ganz, ganz lieben Dank, ganz, ganz liebe Grüße und bis demnächst mal wieder. Servus, Frank, mach's gut. Sehr gerne, Pico. Danke dir. Ja. Servus. Tschüss. Tschüss. Liebe Grüße. Und hier ist der mein Lieblingsexperte Martin Driller zugeschaltet. Martin, servus, schön, dass du Zeit gefunden hast. Servus. Martin, zwei Niederlagen musste der Club verarbeiten. Das hat er mit Bravour gemacht. Jetzt zwei Siege am Stück. Wie hast du den ersten FC Nürnberg jetzt zuletzt in Rostock wahrgenommen? Ja, es ist wieder positiv. Der Trainer hat wieder eine Lösung gefunden. Nach den Niederlagen, wo wir ja natürlich auch nicht so begeistert waren von der Spielart und der Art und Weise, ist der Trainer zurückgegangen zu den normalen Basics der zweiten Liga. Erst den Kampf annehmen und dann zu spielen. Und das haben sie jetzt in Rostock auch gemacht. Sie hatten wieder die erste halbe Stunde ein bisschen Probleme, haben aber wirklich dagegen gehalten, haben wieder die Zweikämpfe angenommen. Und dann ist es eigentlich mit dem glücklichen Elfmeter sehr gut gelaufen. Und dann haben sie es eigentlich recht entspannt und locker runtergespielt. Jetzt halte ich mal die Bälle flach bezüglich Aufstiegsrennen und so weiter. Und dann lese ich heute im Kicker, der Club zurück im Aufstiegsrennen. Drehen die jetzt auch schon wieder durch? Ja, das ist ja die Gefahr immer in Nürnberg. Das haben wir ja schon mal besprochen. Ich bin froh, dass mit diesen zwei Siegen wirklich der Abstand in die zweite Tabellenhälfte abgesichert ist. Ich gehe davon aus, dass wir damit nichts mehr zu tun haben mit der zweiten Tabellenhälfte. Und wenn wir jetzt wirklich Sechster oder Siebter oder Fünfter werden, glaube ich, ist das eine Top-Saison und können damit absolut zufrieden sein. Wir haben uns unterhalten nach den zwei Niederlagen gegen Ingolstadt und Karlsruhe. Wie gesagt, dann jetzt eben zwei Siege. Was macht der Club anders im Vergleich zu den zwei Spielen, wo es dann doch ganz schön auf die Nase gegeben hat? Ja, ich glaube, sie sind zurückgegangen zu den Basics. Es war einfach so, dass man gedacht hat, man kann in der zweiten Liga alles spielerisch lösen. Man war nicht mehr so zweikampfwillig, sage ich mal, nicht mehr so gierig. Und das hat man in den letzten beiden Spielen wesentlich besser gemacht. Wir sind wesentlich athletischer, gerade auf der Doppel-6 mit Tempelmann und Nürnberger ist das wesentlich besser geworden. Dann haben wir natürlich jetzt zum zweiten Mal Duman, der wirklich wieder ein gutes Spiel gemacht hat, der wieder reinkommt. Köpke hat wieder getroffen, der wieder zur alten Stärke langsam zurückfindet. Wir haben natürlich im Moment die Auswahl im Kader, dass wir halt auch mal wechseln können, arrivierte Spieler mal rausnehmen und jetzt die jungen Nachkömmlinge einfach auch ihre Chance suchen und nutzen. Und das ist im Moment top.
Haben wir uns auch schon drüber unterhalten und ich habe auch im Vorfeld Frank Linkesch gefragt und ich darf auch dich fragen. Wie gesagt, ich will gar nicht so euphorisch rangehen, aber kann es dann trotz alledem zum Ende der Saison ein Vorteil für den ersten FC Nürnberg sein, zum einen verletzungsbedingt gut durch die Saison gekommen zu sein und auch mit gelb-roten Karten ja eigentlich ganz, ganz gut weggekommen. Also der Trainer kann aus den Vollen schöpfen und das nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon die ganze Saison über, oder? Ja, ich denke da, wir haben einen sehr großen Kader, vielleicht sogar einen zu großen Kader, aber im Grunde genommen hilft uns das jetzt. Wir können wechseln, wir können neue Kräfte bringen. Wir sind sehr aktiv jetzt, lassen uns nicht mehr einschüchtern. Das ist ganz wichtig und entscheidend ist jetzt, dass wir ruhig bleiben und nicht jetzt wieder vom Aufstieg reden. Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Man muss jetzt von Spiel zu Spiel spielen und sagen, Mensch, wenn wir eine Position nach vorn kommen, ist super. Wenn wir noch eine Position nach vorn kommen, ist es sehr gut. Aber man soll einfach nicht diesen Druck machen oder diese Zufriedenheit bei der Mannschaft schüren, oh, wir sind schon wieder fast ganz oben. Nein, man muss diese Mannschaft einfach unter Druck halten. Man muss jetzt sagen, pass auf, wir denken von Spiel zu Spiel. Wir müssen die Spiele gewinnen, die einzelnen. Nach hinten schauen. Und wenn es dann weiter nach vorne geht, ist alles wunderbar. Aber nicht mehr damit rechnen, dass es noch viel, viel weiter nach vorne geht. Viele der Aufstiegsaspiranten, zumindest die, die derzeit in der Tabelle noch vor dem ersten FC Nürnberg stehen, sind auch demnächst Gegner des ersten FC Nürnberg. Der nächste Gegner am Samstag wieder das Topspiel um 20.30 Uhr in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der Club gegen den HSV. Welche Chancen rechnest du da den Club ein, wenn wir mal kurz zurückschauen im Pokal und danach die Niederlage in der Liga? Da hat auch der ein oder andere Experte schon gesagt, das war so ein bisschen der Anfang, wo der Club so ein bisschen den Faden verloren hat. Kann man da jetzt gegen Hamburg den Faden wieder finden und dann wieder zurück in die Erfolgsspur kommen? Ja, ich denke, dass wir diesen normalen Basics abarbeiten müssen, auch gegen den HSV. Die sind sehr ballsicher, spielen sehr guten Fußball diese Saison. Und da muss man einfach sagen, wenn wir die aber bekämpfen, wenn wir da körperlich dagegenhalten, bis wir mehr Spielanteile haben, dann haben wir auch eine Chance, gegen den HSV zu gewinnen. Darmstadt, Pauli, Bremen sind die ersten drei in der zweiten Fußball-Bundesliga. Bremen jetzt vielleicht nicht unbedingt die Überraschung, aber Darmstadt und St. Pauli hätte man vor der Saison nicht erwartet, oder? Ja, St. Pauli schon. Die haben in der Vorsaison schon zum Schluss sehr, sehr guten Fußball gespielt. Die hätte ich schon da oben gesehen, aber dass die Darmstädter sich da so halten, ist schon verwunderlich oder was heißt verwunderlich oder überraschend. Aber das gibt es ja jedes Jahr in der zweiten Liga. Eine Überraschungsmannschaft spielt da immer ganz oben mit und dieses Jahr ist halt Darmstadt. Trotz alledem, wie gesagt, Hamburg jetzt für den ersten FC Nürnberg die nächste Herausforderung und dann ja noch ganz interessante Partien, die auf dem Spielplan des ersten FC Nürnberg stehen. Siehst du trotz alledem noch die Chance, dass der Club bis zum Ende der Saison zumindest vorne mit dabei ist, also mitspielt bis zum Ende? Der Club kann auch aufsteigen, wenn alles optimal läuft. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber wir dürfen nicht davon ausgehen oder immer sagen, ja, jetzt steigen wir auf, jetzt greifen wir an. Nein, wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Und das ist entscheidend. Wir haben eigentlich unser Saisonziel fast erreicht. Und damit wollen wir aber nicht zufrieden sein. Jetzt wollen wir vielleicht noch ein Tüpfelchen mehr. Das heißt, vielleicht anstatt Platz 5, Platz 4. Und wenn es sehr gut läuft, kommen wir vielleicht auf Platz 4 oder 3. Es kann alles passieren in der zweiten Liga. Aber wir dürfen nicht sagen, jetzt ist der Club wieder Aufstiegskandidat Nummer 1 oder Nummer 3. Nein, die anderen Mannschaften spielen ja auch Fußball. Und da kommt dieses Spiel gegen den HSV gerade zur richtigen Zeit. Das ist ein absoluter Maßstab. Und sollte man wirklich sehr, sehr gut spielen gegen den HSV und vielleicht auch gewinnen, dann kann man sagen, Moment, vielleicht haben wir ja doch eine Chance, aber wir sind immer noch kein Aufstiegskandidat, weil es ja eigentlich viel, viel bessere Mannschaften in der Liga gibt. Nein, aber dann können wir als Überraschungsmannschaft vielleicht doch den dritten Platz oder den zweiten Platz erreichen. Das ist machbar. Aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass das normal wäre diese Saison. Ich darf dich trotzdem fragen, wenn du sagst, es gibt viele bessere Mannschaften in der zweiten Fußball-Bundesliga, woran machst du das fest? Am Etat, was finanziell möglich ist oder tatsächlich besseres Spielermaterial oder einen breiteren Kader? Woran, wie gesagt, machst du das fest? Nein, ich glaube, dass es wesentlich reifere Mannschaften gibt. Vielleicht ist bessere Mannschaften falsch ausgedrückt, aber reifere Mannschaften. Schalke ist eine reifere Mannschaft, Bremen ist die reifere Mannschaft. Auch wenn man jetzt St. Pauli nimmt, ist wesentlich länger schon gewachsen, diese Mannschaft. Ja, seit 2 Jahren spielen die auf einem sehr, sehr guten Niveau. Das sind so Mannschaften, die einfach, ja, wo man einfach sagt, rein technisch oder hin und her sagt, das ist die bessere Mannschaft. Ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber es sind für mich die reiferen Mannschaften, die eher das Potenzial haben oder den Druck haben, aufzusteigen.
Ja, sie müssen, sie sind in der Verpflichtung. Wir könnten aber als Überraschungsmannschaft trotzdem da reinrücken. Aber da dürfen wir nur von Spiel zu Spiel denken. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für unseren Verein jetzt. Gesetzt den Fall, der 1. FC Nürnberg ist dann am Ende der Saison tatsächlich aufgestiegen. Gehen wir jetzt mal nicht von aus, aber ich möchte dich das trotzdem gefragt haben. Ist er mit der Mannschaft überhaupt, hat er überhaupt eine Chance in der Liga, sich zumindest zu halten? Oder geht es uns dann am Ende, wie aktuell der Spielverein Greuther Fürth, der jetzt dann zumindest ab und zu mal einen Punkt macht? Ja, die Frage ist ja dann, was man in der neuen Saison macht. Wird man viele Verstärkungen holen? Verliert man viele Spieler? Werden einige zurückgehen zu den Vereinen, wo sie herkommen? Also wo die geliehenen Spieler wie Tempelmann? Das sind ja alles so Fragen, die man da sich stellen muss. Die sind nicht so einfach zu beantworten. Aber ich glaube, mit dem Kader, so wie er jetzt zusammensteht, werden wir keine Chance haben, in der ersten Liga zu bestehen. Dann schauen wir mal, ob wir mit diesem Kader, und da drücken wir ganz, ganz fest die Daumen, gegen den HSV bestehen. Jetzt am Samstag, wie gesagt, beim Topspiel. Und danach unterhalten wir uns weiter. Und du wirst dann jede Woche von mir aufs Neue die Frage bekommen, weil ich möchte den Club in der ersten Liga sehen. Und demzufolge, solange die Chance besteht, warum sollen wir das Träumen aufhören? Ja, natürlich, wir wollen alle den Club in der ersten Liga sehen. Aber das ist ja, wenn wir diesen Druck jetzt machen, wieder auf die Mannschaft, und dann sagen sie, oh, ja, jetzt haben wir wieder den Druck. Nein, lass die doch jede Woche spielen. Und wenn die den HSV schlagen, kommen sie zum Beispiel an den HSV schon wieder ganz dicht dran. Das ist ja, man muss Mannschaft für Mannschaft jetzt versuchen einzuholen. Wir spielen gegen fast alle noch von da oben. Das ist doch etwas, wo man sich dann mit denen messen kann, die vielleicht die absoluten Aufstiegskandidaten sind. Und wenn man sich da durchsetzt und dann vielleicht die Punkte einsammelt, dass es zum Platz 2 oder 3 oder 1 reicht, dann hat man die Überraschung geschafft, dann ist man die Überraschungsmannschaft dieser Saison und dann ist man trotz allem zu Recht aufgestiegen, weil man alle anderen Mannschaften überholt hat. Ganz einfach. Frank Klinkisch hat es vorhin aber auch schön gesagt und das hat mich so ein bisschen bestätigt. Der sagt, wenn man mal sagt, das Umfeld, die Medien oder die Fans verursachen zu viel Druck auf die Mannschaft. Er sagt, die Mannschaft macht sich den Druck auch selbst oder die Mannschaften, die Fußballspieler, und du kannst es vielleicht auch bestätigen, wenn es immer heißt, die Tabelle interessiert nicht, das wird vielleicht von Vereinsseite ausgegeben, aber jeder Spieler schaut auf die Tabelle und jeder Spieler möchte vorne dabei sein und jeder Spieler möchte doch auch aufsteigen. Da braucht es doch jetzt nicht von außen den Fan oder die Medien, die dann so ein bisschen euphorisch nach einem Sieg höhere Ziele anstreben oder was. Ich glaube, das hat doch die Mannschaft und das sind ja auch junge Kerle, die haben doch selber auch Bock, in die erste Liga hochzugehen. Also ich glaube, dass das jetzt nicht unbedingt vom Umfeld her kommt, dass da Druck entsteht, oder? Ja, entscheidend ist... Der Druck entsteht ja eher dann, Martin, eher dann, wenn bei Niederlagen, da kann ich mir das eher vorstellen, wenn die Fans unzufrieden sind, die Medien draufhauen, der Trainer angezählt wird und so weiter. Da glaube ich schon, aber wenn so Euphorie herrscht, dass man sagt, Mensch, vielleicht steigen wir doch auf und jetzt sind noch so viele Spiele und wenn man dies, das und jenes, also so ein bisschen, da kann man doch im Prinzip auch so ein bisschen Aufbruchstimmung erzeugen, oder siehst du das? Aber genau das ist ja das, was ich sage. Vielleicht können wir aufsteigen, aber es darf nicht selbstverständlich sein, dass wir absoluter Aufstiegskandidat sind. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir diese Saison Aufstiegskandidat sind. Wenn es natürlich ist, können wir in die Euphorie verfallen und sagen, ja, wir haben wieder ein Spiel gewonnen, noch ein Spiel gewonnen, wir klettern hoch, klettern. Aber es darf nicht selbstverständlich sein, wenn es dann Rückschlag gibt. Wenn es natürlich solche Rückschläge gibt wie gegen Ingolstadt und Karlsruhe, wie verliert man? Das ist dann wieder negativ. Aber man wird wieder Spiele verlieren. Auch in den nächsten Wochen werden wir vielleicht wieder ein Spiel verlieren. Die Frage ist, wie verlieren wir das Spiel? Und das war nun mal gegen Ingolstadt und Karlsruhe schlecht. Und jetzt hat man wieder den Kampf angenommen, das Zweitliga-Fußballspiel, erst athletisch mit Zweikampfstärke. So, und dann sagt man, super, die Spiele waren nicht top, aber sie haben sie wie in der zweiten Liga geführt und sie haben sie gewonnen und dann ist es positiv. Es waren bestimmt keine bezaubernden Spiele, die letzten beiden. Aber sie haben genau das gemacht, die Basics der zweiten Liga angenommen und das ist entscheidend und das ist top. Wir loben immer die Mannschaft, wenn sie denn dann Erfolg hat und wenn sie keinen Erfolg hat, wenn Niederlagen kommen, dann ist der Trainer, also jetzt nicht von uns vielleicht, aber zumindest von den Fans her, wird der Trainer dann sehr, sehr schnell angezählt. Man muss aber auch mal ehrlichkeitshalber zugeben, den Druck, den der Trainer in den letzten Wochen dann eben von außen empfangen hat, wie auch immer er ihn für sich aufgenommen hat, hat er auf jeden Fall gut weggesteckt und hat
richtig drauf geantwortet, oder? Ja, ich glaube, der Trainer hat den wenigsten Druck. Ich denke, er hat auch von uns viel Lob bekommen in den Spielen, wo wir gewonnen haben, auch wo wir verloren haben. Da hat er vielleicht mal keine Lösung für seine Mannschaft in der Halbzeit gefunden. Aber er hat jetzt auch nach den beiden schlimmen Niederlagen erkannt, dass er vielleicht etwas ändern muss im defensiven Mittelfeld oder im Sturm. Er hat wieder reagiert und er hat wieder Lösungen gefunden. Und das ist ja etwas, was wir schon seit Wochen und Monaten ansprechen, dass er das sehr gut macht. Das haben wir früher oft falsch gemacht, dass wir einfach in der Halbzeit keine Lösung gefunden haben, das Spiel zu drehen oder etwas anders zu machen. Und das macht der Trainer wirklich sehr gut. Und das haben wir, glaube ich, auch seit Monaten gelobt, egal bei Sieg oder Niederlage. Dass er nicht immer zu 100%ig richtig liegt, das ist doch normal. Und nochmal, ich glaube, dass das ein guter Trainer ist. Es war eine gute Wahl. Am Anfang habe ich ja auch lieber Mintal dort gesehen als einen anderen jungen Trainer. Aber wenn man jetzt im Nachhinein, muss man sagen, es war eine sehr gute Wahl. Und ich glaube, er macht seine Arbeit sehr gut. Und wie gesagt, wer weiß, was diese Saison noch passiert. Es kann alles passieren. Ja? Aber man soll nicht davon ausgehen. Ich finde, die Saison ist bis jetzt gut. Und ich hoffe, dass sie gut bleibt und vielleicht wird es eine Sensation. Abschließend, HSV, dein Ergebnistipp? Wie gesagt, das ist sehr schwer. Aber ich glaube, dass man dagegen halten muss. Man muss den Hamburgern ein bisschen den Spaß am Fußballspielen nehmen. Und dann hoffe ich auf ein Unentschieden, damit wir nicht gleich total in Euphorie verfallen und denken wieder, wir sind schon aufgestiegen. Also ich wäre mit dem Unentschieden absolut zufrieden und hoffe, dass wir da ein gutes Spiel zeigen und dass es ja, den Samstagabend würdig ist. Ich bin mit einem Unentschieden auch zufrieden, wünsche mir trotzdem den Sieg und bin dann wieder euphorisch. Und wir bleiben dran, Martin. Wir werden uns das Spiel auf jeden Fall am Samstag anschauen. Und dir danke ich jetzt ganz, ganz herzlich auch, dass du am Sonntag die Zeit genommen hast, Sonntagmorgen, für das Interview. Vielen, vielen Dank. Einen schönen Sonntag und bis die Tage wieder. Bis dann. Servus, ciao.